Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate Online Tournaments. Wir machen heute mal wieder ein paar. Ich versuche auf relativ tryhard zu spielen. Gestern war mal wieder ein Koopa Castle Tournament. Vielleicht das letzte für mich, weil ich eben mit SQT sehr beschäftigt bin. Und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass ich endlich mal wieder verliere. Ich habe im ganzen Tournament nicht ein Game gedroppt. Well. Ja, ich mach's mal. Tryharden heißt für mich vor allem, dass ich meine Musik höre. Aber durch die Art, wie ich aufnehme, hört ihr die Ingame-Musik. Deswegen wundert euch nicht, ich höre andere Musik als ihr. So, jetzt habe ich meine Musik auch mal eingeschaltet. Ich hoffe, dass es mich nicht teilweise verwirrt. Aber mal gucken. Vor allem muss ich so halt mal mit Headset wirklich auf den Ohren spielen. Sonst hänge ich mir das immer um den Hals, wenn ich am Fernseher aufnehme. Also, Joker Runde 1. So. Try Hard Time gegen Joker. Inzwischen muss ich aber sagen, ich werde schlechter in diesen Tournaments, weil ich inzwischen mehr die Rulesets der ESCL und somit andere Stages gewöhnt bin. Ich mag Final Destination inzwischen auch wirklich nicht mehr. Ich habe das fast jedes Mal gebannt im Turnier gestern. So. Sehr schön. Das trifft. Der Typ ist nicht... Halt doch die Schnauze, ich wollte ihn gerade loben! Junge! Was ein Keck. Ich habe festgestellt, dass ich das mit dem Cutten hier von den Phasen eigentlich doch ganz leicht machen kann. Wenn ich einfach nicht rede, sehe ich an meiner Audiospur, was wann ist. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Ich realisiere gerade, dass der Kampf losgeht. Ich habe YouTube geguckt nebenbei und durch das Headset gegen Lucina. Okay, ich bin mal gespannt. Ich trainiere im Moment Lucina tatsächlich auch ein bisschen. Da rollt man doch nicht. Oh. Warum fliegst du nicht in den Cannonball? Ich habe versucht, den letzten Hit zu parryen, aber das Timing ein bisschen verkackt. Ah, ich habe gehofft. Ja, also, ich glaube, man merkt das. Meine Performance ist gerade schon gut, würde ich behaupten. Meine Performance ist gerade gut. Ich bums die richtig, die Leute. Wäre noch schöner gewesen, wenn ich irgendwie Jab into Crown into Downer into Up Smash gelandet hätte, aber... Okay, nächstes Matchup könnte aber mies werden. Sephiroth oder Meta Knight. Weiter geht's. Gegen Sephiroth bin ich nicht... Also finde ich nicht schade, sage ich mal. Meta Knight ist wirklich, das wissen viele glaube ich nicht, aber Meta Knight ist wirklich ein unfassbar schlechtes Matchup für K-Rool. Weil Meta Knights Stärke ist Edgeguarden und K-Rools größte Schwäche ist es, geedgeguardet zu werden.
Ah, ich hab gedacht, er macht nur den kurzen. Und stimmt, den Move gibt's. No. Ah, stimmt, das funktioniert da ja nicht. Oh Gott, sein Down Smash ist ja broken. Sorry, habe ich vergessen. Sephiroth Down Smash ist so fucking dumm. Ich glaube irgendwie, ich verliere das. Ich muss jetzt auf jeden Fall was. Okay, er macht eine dumme Abi, das ist wichtig. Wichtig. Okay, er geht high. Spacing! Okay, bad von mir. Das hittet. Ah, ich hab gedacht, er wird rollen. Meine Neutral Air kam nicht raus. Okay, er macht nicht den brokenen Move. Er hätte mich definitiv töten können. Oh, der Tag. Der Tag rettet mir das Game und gewinnt. Viele Sephiroth wissen, glaube ich, nicht, dass seine Down Air zu broken in diesem Matchup ist. K-Rool kann literally nicht recovern. Die Down Air spiket einen in die Hölle. Die Down Air on Stage von Sephiroth besiegt K-Rool Recovery und man ist einfach im Arsch. Das wissen einfach viele Spieler nicht. Das merke ich immer wieder. Zum Glück. Das ist der Grund, warum das K-Rool Sephiroth Matchup wirklich nicht gut ist, meiner Meinung nach. Also, ein bisschen gestruggelt, aber trotzdem ganz gut performt, war auch kein schlechter Spieler. Ich hoffe tatsächlich auf Greninja. Das Matchup ist lächerlich bad, aber ich habe so viel Training, Alter. Es glaubt mir keiner, wie viel Greninja-Matchup-Erfahrung ich habe. Allein wegen fucking Christian. Und ich weiß nicht, vielleicht rede ich heute ein bisschen lauter als sonst. Was daran liegt, so ein bisschen, dass ich in Gedanken die Musik übertönen will, die ich höre, obwohl ihr sie gar nicht hört. Aber keine Ahnung. Also, wir dürfen sogar gegen Greninja spielen. Also, komm, jetzt Matchup-Erfahrung muss kicken. Auch wenn FD auch gestern im Tournament schon meine schwächste Stage gegen Arkas war. Wir haben in Winners Finals gekämpft. Ich meine, ich habe 3-0 gewonnen. Aber ich musste tatsächlich ein 3-1 Comeback in Game 1 auf FD machen. Ah, die Forward Air ist nicht rausgekommen. Ah, warum macht keiner Air Dodge auf dem Platz? Jawohl! Er nimmt sich die Crown, war zu erwarten. Das war definitiv ein Miss-Input. Aber ich habe das Gefühl, der kann das campen, was bei Quajutsu gut ist. Aber die Kombos sitzen nicht ganz. Okay, das ist eine relativ simple und in diesem Fall effektive Kombo, ja. Und das ist einfach Bullshit. Nein.
Die Eye Out rettet mich. Schöner Tag. Nope. Kriegt er den Kill? Okay, da hätte er definitiv was machen können. Er findet den Kill einfach nicht. Er findet den Kill nicht. Ah, ich habe ihn gelesen. Das sollte ein F-Tilt sein. Aber Two-Stock-Win hat den Kill nicht bekommen. Meine Matchup-Erfahrung hat sich sehr ausgezahlt. Ich weiß einfach, wie man gegen diesen Charakter vorgeht. Aber er hat auch sowohl Edgeguarding als auch Kombos nicht so gut hinbekommen. Ich bin zufrieden. In diesem Turnier war eine grundlegend solide Performance drin. So kann's weitergehen. Gerade gegen die ersten zwei Gegner hatte ich aber auch das Gefühl, gerade Lucina war schon... Ist wahrscheinlich auch gut, wenn ich FD ein bisschen trainiere, wenn es wirklich meine schwächste Stage ist. Danach in Winners Finals sind wir auf Battlefield die nächsten beiden Stages gegangen im Cooper Castle Tournament und beides... Also, beide Kämpfe waren Two-Stock für mich und gerade die Kampfbeginne haben solo carried gefühlt. In Game 2 habe ich, bevor ich den ersten Stock gezogen habe, 6 genommen, im dritten 2. Und man muss auch bedenken, Battlefield war beide Male sein Counterpick. Ich glaube, der hat mich ein bisschen unterschätzt auf Battlefield oder sich überschätzt. Aber mich hat's ehrlich gesagt überrascht, dass wir in Grand Finals nicht nochmal gespielt haben, sondern er tatsächlich in Loser Finals gegen Noah in einem unfassbar closen Set verloren hat. Und ja, wie ich schon gesagt habe, kein Game gedroppt. Das heißt, Grand Finals auch ein Set 3-0 gegen Noah. Ich mag's, dass dieser Downtilt einfach trifft. Hier, diese... Spring mal nicht. Stell dich mal unter die Plattform, Diggi. Dann halt nicht. Also, nächstes Turnier. Hier, der taggt besser als 90% der Spieler. Guck mal, noch ein fettes Krokodil. Aber jetzt haben wir ein Turnier. Ich warte nur drauf, dass ich eines Tages mal random in wen reinrenne, den ich kenne in so einem Turnier. Einmal offscreen bin ich in Marcel gerannt. Aber das war's auch. Einmal offscreen bin ich in Marcel reingerannt, sehr kurz nachdem ich SQT beigetreten bin. Da hatte ich aber nicht K-Rule, sondern Morten und wir sind auch beide nicht sonderlich weit gekommen und waren auf unterschiedlichen Seiten des Bracket. Sephiroth ist schon einer der meistgespielten DLC-Chars, kann das? Habe ich irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl. Und er ist wahrscheinlich auch so ziemlich der simpelste, würde ich behaupten, oder Byleth? So, Neutral Air kickt und der Angle kickt gar nicht von ihm. Rage quittet er. Junge! Junge Sephiroth! Gib mir zumindest ein CPU und brich das Turnier nicht ab, danke. So, machen wir die Reverse Crown. Und... Haha. Ernsthaft? Das hätte der echte Spieler nie gemacht, das kann ich euch versichern. Digga, dieser CPU spielt besser als der echte Typ. Tschüss.
Wenn ich gegen den verloren hätte, dann hätte ich losgemusst. Weil das kann mir keiner erzählen, dass der Typ nicht nach dem ersten Stock Rage quittet ist. Das ist er auf jeden Fall. Also, kleines Turnier deswegen, als nächstes schon Halbfinale. Enderman oder... Warum bin ich eigentlich auf der Seite vom Bracket, wo wirklich jeder einzelne Zahlen im Namen hat? Ryu oder Enderman? Keine Ahnung, wen ich da hätte. Aber mal gucken, wer es wird. Alter, ich verpenne die ganze Zeit, dass die Kämpfe losgehen. Ich bin schon behindert, so ein bisschen. Enderman. Ich kann das Matchup inzwischen ganz okay. Ah, dass mein Grab da nicht gelandet hat, ist belastend. Ich hab gedacht, das könnte klappen. Stimmt, Grab Range. Der verwendet seine Blocks sehr seltsam. Als ob ich getroffen wurde in der Situation. Aber wir holen uns den ersten Kill mit einer ganz normalen Down-Air-Ups. Up-Air, nicht Smash. Macht der einen Amboss? Nein. Hi. Hype-Finish. Und ich habe gerade bemerkt, dass ich nicht mal die Musik angeschaltet habe für diesen Kampf. Ich bin schon Genius. Ja, relativ easy Kampf. Keine großen Vorkommnisse. Und Zeit. Fürs Finale. Marth oder nochmal derselbe Typ, diesmal mit Mi-Brawler. Mi-Brawler ist ein deutlich besseres Matchup für mich. Ich glaube trotzdem irgendwie, dass er mehr Erfolg hätte. Und Finale, selber Typ. Mal gucken, ob er diesmal einen Kill findet. Mit Brawler müsste das ein bisschen einfacher sein als mit Greninja. Er hat's halt bei Greninja schon recht verkackt, muss man zugeben. Viele seiner Kill-Konferenz hat er erst probiert, als ich schon auf 170 oder so war, wo es einfach nicht mehr klappt. Oh, yay. Okay. Ah, warum kommt meine Nähe nicht raus? Okay, F-Smash, schöner Lead. Ein Air-Dodge-Up hat mir geholfen, dem Move auszuweichen, aber mich in eine sehr verletzliche Lage gebracht. Seine Down-B müsste ich jetzt noch langsam rausfinden am besten. Ansonsten kenne ich sein Moveset. So, Spot Dodge Read mit der Back Air. Es ist immer gut, wenn man an der Ledge hängt, einen Moment zu warten, weil viele weniger erfahrene Spieler sich da so einfach ein bisschen ungeduldig werden und sich in eine perfekte Situation begeben, um mit einer Get-Up-Attack gepunished zu werden. Okay, das war bad von mir. Aber der Shotput verfehlt. Ah, ich wollte gerade weg. What? Kale Rule Rage, Bitches! Warum tötet das?
Er war auf 70 oder so. Ja, Amungus, wenn du hier zuguckst, moin. Ich hab selber keine Ahnung, warum das getötet hat. Also, zweites Turnier relativ stabil gewonnen. Wieder Two-Stock im Finale. Und was zum Fick sollte das? Jetzt mal im Ernst, ich bin immer wieder überrascht, was genau. Was genau hier los ist? So, kurz ein bisschen Orga bei SQT besprechen. Aber yay. Da hatten wir wieder einen ganz tollen Typen auf dem Server. Ja, also gerade eben Commentary wieder gut. Ich rede jetzt halt wieder auf zwei Servern gleichzeitig. Einmal über eine Klausur morgen, einmal über einen Keck, der bei SQT Scheiße gebaut hat und jetzt weg ist. Ja, solche Leute brauchen wir echt. Schon wieder nicht viele Leute online anscheinend. Und oh, stimmt, wir haben bisher ja noch gar nicht Pyra Mithra getroffen. Es sind zwei Kirbys tatsächlich im Tournament. Ich muss aber sagen, gegen Kirby spiele ich gerne. Ich weiß, wie man gegen gute Kirbys spielt. Ich weiß, wie man gegen den durchschnittlichen Kirby spielt. Good luck, have fun, sagt er. Oh, hoffen wir. Ihr seht ja gerade, Noah ist gerade online gekommen. Hoffen wir, dass er random Turniere macht und wir uns treffen. Es ist nicht wahrscheinlich, aber es wäre lustig. Okay, dieser Kirby ist recht gut. Was natürlich schwerer ist als ein schlechter Kirby, aber hinkriegen werde ich's. So, Movement. Ich meine, war jetzt kein so krasses Movement, aber es war Movement. Warten wir auf seinen Double Jump. Ah, das war close. Einfach den Jet machen. Ich habe gerade richtig Bock, ihn aus diesem Hit zu töten. Ah, lass dich töten. Ja, okay. Edge Guarding sitzt nicht. Ah, ich habe versucht, ihn zu footstoolen. Ich hab grad ne Idee. Wessen Hitbox davon ist größer? Ich hab keine Ahnung, wessen Neutral B Einsaug-Hitbox größer ist. Bist du jetzt zufrieden? Ah, ich will ihn footstoolen. Ich liebe den Deathstare, Alter. Einfach noch mal kurz hier. Überdenk nochmal deine Lebensentscheidungen, Diggi. Dann reden wir weiter. Ja, ich glaube, der hat seine Lebensentscheidung nochmal überdacht und wir sind in der nächsten Runde. Bowser wäre mir eindeutig lieber als Gegner, aber mal gucken. Und die nächste Runde beginnt gegen Bowser. Jetzt bin ich gespannt. Bowser ist eben auch ein Matchup, in dem ich inzwischen viel Erfahrung habe. Das ist halt einfach so. Vor allem blauer Bowser auch noch, ne? Gerade blauer Bowser, den Noah ja auch spielt. Also,
erwart nicht, dass ich jetzt hier ein Scheiße spiele. Außer du spielst so einen komischen Playstyle, dass ich nicht drauf klarkomme. Wow! Skill-based Zero to Deaths. Okay, das war schlau von ihm. Well, no. Okay, er will sich auf 110 nicht down-airen lassen, diese Fair-Hitbox. Boop, boop, boop. Ich warte ehrlich gesagt nur auf den Moment, in dem ich einen Shield-Break kassiere. Ah, fast in den Cannonball. Jo, die Up-Be out of Shield. Ah, warum ist der Cannonball despawned? Also, ein Hit bis zu meinem Win. Mal wieder ein Two-Stock. War kein schlechter Spieler, aber hatte einfach nicht die Matchup-Erfahrung, die ich habe. Die Performance sitzt heute. Wenn wir das Match jetzt gewinnen, haben wir jedes Match in dieser Folge gewonnen. Gegen den Typen habe ich schon oft gekämpft, nur noch nicht Pyramithra. Ich muss sagen, viele sagen immer, ja, Pyramithra, neuer DLC, spielen die Leute erst seit kurzem, ist nicht scary. Ich find's genau das Gegenteil. Viele Leute tryharden die dann tagelang durch und man selber hat nicht viel Matchup-Erfahrung. Deswegen finde ich gerade die neuen DLCs oft sehr scary. Es ist so ein bisschen wie mit Casual bei Release auch war. Der war ja laut vielen komplett broken, weil die Leute nicht wussten, wie man gegen ihn vorgeht. Und genauso ist das mit vielen DLC-Charakteren. Er versucht den BS gegen mich. Warum drehst du dich nicht um, du Keck? Ja. Ist das dein Ernst? Ich habe ihn so gelesen. Und du willst mir sagen, nein. Ah, warum ist meine Neutral Air nicht rausgekommen? Und warum ist meine Down B nicht rausgekommen? Puh. 7% nehme ich. Ah, scheiße. Kann er recovern? Nachdem er dodge nicht mehr. Er spielt anscheinend only Pyra. Ah, ich hab mit der Panic Roll gerechnet. Ah, die Down-Air wär's gewesen. Das war nicht mein Input. Es leckt aber gerade auch.
Und auch wenn Leute immer davon reden, wie K-Rool im Lag gebufft wird. Vielleicht wird K-Rool allgemein ein bisschen vom Lag gebufft. Aber ich nicht. Aber trotzdem holen wir das Ding. Trotzdem holen wir das Ding. Jawohl. Sehr intensives Match zum Abschluss. Nices Spiel. Ich bin zufrieden. Die Performance hat gesessen. Also, wenn euch diese Folge von Super Smash Bros. Ultimate Tournaments gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Ich werde das mit der Musik ab sofort immer machen. Das gibt mir einfach ein Power-Up. Sehr schön. Auch nochmal hier GGs an die Leute, gegen die ich gespielt habe, wenn irgendwer das hier sieht. Gerade Amoongus. Aber sorry, Green Ninja war zu viel Matchup-Erfahrung. Mi Brawler ist gutes Matchup für mich. Und warum zum Fick hat das getötet?